Recht herzlich willkommen zur 69. Folge von Stellaris. Ja, wir sind da wieder drinne. Letztes Mal, was haben wir letztes Mal gemacht? Die Flotte irgendwie zusammengezogen und geschaut, dass wir mehr kriegen. Wir brauchen Mineralien, das war definitiv klar. Da fehlt es uns ganz derbe dran, ne? Dass wir da jetzt zusehen, dass wir, ja, da mehr kriegen. Aber das Problem ist, dass wir schon die meisten Stellen hier, wie man sieht, 2, 2, 2, ach, hier sogar auf 4 sind, abzubauen und 2 kriegen wir schon. Okay. Das würde bedeuten, hier können wir noch was dazu bauen, aber es ist immer die Frage, ob das überhaupt lohnt, da noch was hinzumachen, ne? Konstruktionsschiff wäre hier und da wäre Bergbaustation bauen für 67. Dann kriege ich 2 mehr, aber ich habe 67 ausgegeben. Ob das dann effektiv am Ende ist? Obwohl, 57 Grad plus, ne? Das ist ja krass. Jo, da müssen wir mal ganz genau überlegen, ob wir das machen oder nicht. Aber 2, das ist einfach zu wenig, oder? Das ist... Überall sind 2, ne? Hier sind 4, aber das werden wahrscheinlich 2 Klamotten sein zu 4. Genau so ist es. Das bringt uns einfach nicht weiter. Wie das hier. Jo, identisch. 2, 2, 2, 2. Überall sind 2. Da sind es 4 und 2 mal 2, oder? Jupp. Okay, dann suchen wir weiter. Auch nix. Ich würde gerne irgendwo mal ein bisschen mehr abzapfen, ne? Auch 2 mal 2. Oh, hier ist 8. Da muss doch was sein, oder? 2, 2, 2. Dann sind nur 6. Wo ist denn der 8er? 8 da unten. Okay, das war es dann auch nicht. Haben wir den schon gehabt? Weiß ich nicht. Aber 2 und 2. Die 8 hatten wir. Hier sind 4. Interessantes System, weil es... hier, aber das ist schon ausgebaut. Ah, schade. Da gibt es 6, aber es sind 3 mal 2 dann wahrscheinlich. Genau so sieht's aus. Bringt uns auch nicht so wirklich weiter. Am Rande der... Grenze von unserem Land ist auch nichts mehr los. Hier, da, ne, da ist es bestimmt. Hier, da wären 4er, aber außerhalb der Reichweite, wetten. Konstruktionsschiff, da und geht nicht. Außerhalb unserer Grenzen. Schade. Ja, gut. Wenn da keine Grenzen mehr von uns sind, dann... Ist das richtig schlecht. Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir uns erweitern. Ne? Das ist das Wichtige im Endeffekt. So wie hier, da fehlt es ja auch irgendwo. Ne? In dem Bereich ist doch, wir sind doch hier dran, oder? Wie ist das? Ja, das ist doch unser Land hier, oder? Ach, das ist unsere Hauptstadt. Genau, und da ist deswegen alles klar, hat sich erledigt. Gut, das hier ist Doppelreich oder so, ne? Ja, hier kann man glaube nicht hin, das ist der Kern der Galaxie wohl. Läuft, ne? Also richtig schade drum. Da ist eine 11. Und, boah, das hier möchte ich haben. Das ist ja voll cool. Konstruktionsschiff, hier bitte abbauen. Außerhalb unserer Grenzen, wieder nix. Aber da würde ich doch jetzt mal sagen, können wir keinen Außenposten bauen, weil wir nicht genug Kohle haben. Aber der muss hier definitiv hin mit 200. Ach, die Pause ist nicht drin, noch drin. Gut, aber das Schiff kommt schon mal her. Das ist schon mal eine coole Geschichte. Und dann definitiv da ausbauen. Da müssen wir unser Reich erweitern. Das hat anders gar keinen Sinn, ne? Das ist die Punkte. Ja, wie sagt man? Keine Ahnung. Sind hier auch 5 auf einmal? Ne, aber 3, das ist auch schon mal was. Also hier müssen wir definitiv hin, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Boah, das kommt von da ganz oben. Fliegt durch ein fremdes Reich, ob das denn erlaubt ist? Naja, okay. Läuft, würde ich sagen, ne? Bis es ausläuft. Hier unten ist noch eine 4, wie sieht das damit aus? Na komm. Ah, 2x2, das brauchen wir nicht. Gut, was können wir noch tun? Wir sind, ja, Flotte bauen, bitte, oh, guck mal jetzt hier, das ging ja jetzt richtig schnell, ne? Wo war das denn jetzt? Da war das.
Gehen wir nochmal rein, klicken hier nochmal das Konstruktionsschiff an und klicken da nochmal definitiv. Nee. Außenposten war das, ne? Genau. Ach, jetzt ist wieder Station abgewählt. 113. Ah, jetzt haben wir nur noch das Problem hier auf der Basis des Einflusses. Wie kriegen wir den Einfluss wieder höher, bitte? Können wir das nochmal irgendwie hinkriegen? Das sind nur zwei. Aha. Toll. Einfluss. Ja, keine Ahnung. Ja, da können wir ja lange warten dann, ne? Bis der Einfluss da gestiegen ist. Gut, aber wir sind auf dem besten Weg. Ich denke mal, Forschungsschiff. Was bringt uns das noch? Kann hier noch was geforscht werden? Ne, bestimmt nicht. Ah, das ist auch jetzt nichts, ne? Wo ist denn das überhaupt? Das ist auch da oben. Ne, dann lass das Forschungsschiff mal besser hier. Forsch mal hier vielleicht so. Können wir da forschen? Ich glaube, ist auch schon erforscht, oder? Ah, toll. Jetzt lass doch mal hier forschen. Gibt's hier nichts zu forschen? Hier sind da so ein paar Brocken, die man erforschen kann, oder nicht? Hier, guck. Toller Asteroidengürtel. Ach, guck mal, da ist sogar ein Planet. Bewohnbarkeit 0%. Ja, können wir vorstellen, dass da nichts los ist, ne? Karge Welt. Ja, gut, okay. Das ist dann erstmal abgehakt. Aber das kommt ja gerade sogar an schon, oder wie sehe ich das? Dann gehen wir da nochmal hin. Müsste jetzt sofort erscheinen hier. Wo ist es denn jetzt, bitte schön? Komm mal bitte her. Hallo. Speichere Spiel. Das habe ich gesehen. Aber hier kommt kein Schiff an. Forschungsschiff. Ja, da soll es herkommen. Ist das irgendwie ein Umweg geflogen? Ah ja, da oben rüber. Alles klar. Das ist nicht so schön. Aber ich so. So, bitte einmal zack, zack. Ein bisschen schneller. Zupp. Da kommt's. Mal wieder langsamer. Ah, kann ich da auch mal dahin? Ja, jetzt geht's. So, kann das jetzt irgendwas hier erforschen? Nicht wirklich, ne? Spezialprojekt erforschen. Ja, soll's das doch machen, oder? Ja, ja, aber das bringt mich auch nicht weiter jetzt wirklich, ne? Hier, komm mal, ne, da war das gar nicht. Hier war das auch nicht. Ach, da ist es doch. Bergbaudrohnen. Haben wir denn irgendwo noch was? Hier, das ist noch zu erforschen. Hat ein Forschungsschiff im Orbit. Gehe zu. Ja, komm, dann hat es ja keinen Sinn. Da hinten können wir sowieso nichts machen. Dann soll es mal hier hinfliegen. Kann das Projekt nicht erforschen. Keine Ahnung warum. Forschungsschiff, Projekt erforschen. Hat ein Forschungsschiff im Orbit. Wissenschaftlich ist vor Ort. Fähigkeit 5 oder höher. Hat er wohl nicht, ne, oder? Lass erstmal hinfliegen, oder? Was ist das jetzt hier? Krass, oder? So eine schicke Station ist das schon. Naja, macht aber auch nichts. Lass mal da weiterarbeiten. Was war das jetzt hier? Flottenbefehl erfüllt. Und dann kommt das. Was will mir das jetzt sagen? Weg. Brauche ich nicht. So, wie weit ist die Forschung? Oh, gleich hier zu Ende. Raffinesse und Produktivität sind erforscht in der Industrie. Neues Gebäude, Kraftwerk 3. Das hört sich doch schon mal gut an, ne? Energiecredits gehen dann wahrscheinlich hoch, oder? Bräuchten hier mehr. 63, 2 plus, meine Güte. 113 war da unten, wo es die ganz vielen schönen Mineralien gab, ne? Wollt ihr euch nicht gleich so anschließen? Ihr seid doch hier voll unterernährt.
Waren die nicht hier auch? Ist das schon wieder zusammengebrochen von denen? Ich glaube ja, ne? Harmonische Achse. Das waren doch die hier, ne? Na, super. Da sind sie nämlich auch. Und das ist das dann auch noch? Ne, das ist was anderes. Dann heißt, hier ist deren Reich zu Ende gegangen, zusammengebrochen. Deswegen ist das auch hier noch da, ne? Okay, neue Forschung. Was können wir denn hier so forschen? Synchronisierte Verteidigung. Die Wissenschaft angewandter Algorithmen. Okay, was machen die? Synchronisierte Verteidigung kostet 150. Ja, super. Stationsmodifikator. Feuerrate 25 plus Waffenschaden auch. Hier haben wir die Isolierung und Nutzung partikelförmiger Materialien und verwandte Phänomene. Neue Komponente ist ein Ionendisruptor. Eine Waffe also. Barrierepunktverteidigung. Was ist das hier? Barrierepunktverteidigung? Ah, das ist es. Verbundene Unterstützungssysteme. Die Wissenschaft angewandter Algorithmen. Barrierepunkteverteidigung verbessert. Prognose, Algorithmus verbessert die Zielverfolgung und die Punktverteidigung. Wow. Was machen wir jetzt hier als nächstes, ha? Neue Module, synchronisierte Verteidigung. Puh, ich glaube, das bringt uns ja hier am meisten, ne? Also meist nicht jetzt, sondern am schnellsten was. Machen wir das doch, ne? Und das ist, glaube ich, auch dann hier so ein Teil, was man vielleicht bei einer Station oder so machen kann. Gut, hier unsere Mini-Flotte schicken wir mal hier hin zur Verteidigung dieses wertvollen Bergbau. Ja, weiß ich, wie man es nennt, ne? Ulkat 1a ist das. Ist ein Planet. Und die haben neuen Ressourcen. Richtig gut. So, was haben wir denn jetzt hier so unterwegs? Forschungsschiff, ist es das da schon? Eine verbündete Flotte, okay. Und was ist hier? Hassel, Hitzel oder wie die heißen die? Ja, da ist unser Forschungsschiff wahrscheinlich, ne? Ne, das ist unsere Flotte. Die Striker. Hier ist ein Planet. Guck mal. Was kostet denn der Spaß? Ach so, ja, genau das, was wir da unten für den Außenposten auch brauchen. Ne? Das ist hier das gleiche in Grün. Super. Ist aber etwas zu teuer, ne? Das können wir uns jetzt alle nicht leisten. Und ich meine, dass wir dann besser hier unten weiterarbeiten sollten. So, was haben wir hier? Protektoratsstatus anbieten. Super. Wir sind zu schwach. Da stimmen wir sicherlich zu, dass wir zu schwach sind. Aber deswegen heißt es nicht, dass wir uns gleich unterwerfen. Mit der ist das. Okay. Macht mal euer Ding. Egal. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Wann kommt hier wer an? Da. Boah, ist das jetzt hier das Forschungsschiff? Okay, das geht dahin. Das hatten wir auch dahin befohlen. Dann passt das ja schon. Und das Konstruktionsschiff? Wo ist denn das am Rumfliegen? Ah, das ist schon auf dem Weg dahin. Okay, das ist ja schon fast da. Yippie. Ja, jetzt noch eine Wegstrecke und dann können wir schon alles machen. Wir haben aber leider, oh, 84, das ist ja schon was. Und das war, glaube, 113 oder was war dann verlangt hier für Konstruktionsschiff und baut hier eine Dingens. Ja, 113. Geht eigentlich. Ist nicht so weit weg mit knapp 30. Gut. Kann ja sein, dass sie sich hier ausbreiten. Das finde ich ja gar nicht so gut, ne? Ach, Artemis und das gehört zueinander. Alles klar. Hier sind auch noch zwei Welten, die man so schlecht erforschen kann, ne? 20% wird auch. Guck mal, 75 hätten wir. Wow. Aber hier oben, das ist ja schon ein bisschen mehr, ne? Aber geht nicht. Da fehlen die Dingens hier, die
der Einfluss. Wäre natürlich top bewohnbar, ne? Aber ziemlich klein, also machen wir jetzt nicht. Müssen wir mal weiter gucken, ne? Wo ist denn noch sowas? Nicht in der Nähe, ne? Ja. Da war sowas. Das haben die sich dann geschnappt, ne? Voll doof. Wer ist denn das jetzt hier? Strike Force, okay. Ach so, da unten war das. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Na, dann passt's ja, ne? Was jingelte da jetzt? Ach, das da oben. Verfügbare Tradition. Okay, das ist wichtig. Da machen wir gerade eine Pause für, um da hier mal weit durchzuforsten. Warte mal, das können wir erforschen, oder wie war das? Boah, kostet so richtig viel Asche da. Ganz Außenposten gibt's da. Ein Effekt. Super, oder? Das ist der nächste. Baukosten Schiff und Baukosten Planetar um 15% reduziert. Freischaltung des Schiffes ist privates Kolonieschiff. Brauchen wir nicht. Effekt Anführer, Lebenszeit plus 20 brauchen wir nicht. Regierungs... Nee, brauchen wir nicht. Unruhen, minus. Nee. Wir brauchen das mit dem Einfluss, dass es besser wird. Forschungs... Erkundungsgeschwindigkeit brauchen wir nicht. Freischaltung des Gebäudes, Besucherzentrum. Ja, ganz genau, das brauchen wir. Was ist das? Neue diplomatische Opfer. Föderation. Ne, Optionen. Okay, Föderation. Nö, will ich nicht. Schadensbonus Armee erhöht. Planet abtreten. Brauche ich nicht. Schiff, Baugeschwindigkeit erhöht um 15 und Flottenkapazität um 10. Das ist alles nichts, was wir brauchen gerade. Ja, Dominierung, toll. Forschungsgeschwindigkeit, Annahmeeffekte. Meinung von Untertanen um 20% erhöht. Vertrauensobergrenze, auch super, wichtig. Ja, da ist Unterhalt. Neue Kolonien beginnen mit einem zusätzlichen Bewohner, toll. Dass die Anzahl von Kolonien. Ja, irgendwie kommen wir da nicht jetzt zu einem Punkt, wo ich sagen würde, jo, das können wir gebrauchen. Nee. Anführerlebenszeit, nee. Effekte. Regierungsethik, Anziehung, nee. Unruhen, das wäre ja noch am ehesten was Sinniges. Schiffe schneller, ja, obwohl da würden wir mal drüber nachdenken müssen, weil, ne, weil wir so schlecht Fische haben, Schiffe haben, dass wir die dann schneller kriegen. Das brauchen wir schon mal gar nicht. Schadensbonus, Armeen, das wäre auch nicht schlecht, ne? Wegen Invasion und so. Ja, die Föderation. Das haben wir schon da oben. Besucherzentrum, Bringt uns jetzt auch nicht so viel, oder? Allen Tourismus. Erkundungsgeschwindigkeit. Ausweichchance, Kampf, Forschungsschiff. Super wichtig. Ja, komm hier. Eins von den beiden wird es jetzt sein. Schiffbaugeschwindigkeit oder hier die Truppen. Was kommt denn danach? Admiralfähigkeiten erhöht um 2 und das hier ist Einigkeitsleistung wird pro benachbarten Rivalen um 10% erhöht. Ja, da bin ich ja noch mehr dafür, oder? Zack, gebaut. Zack, weiterlaufen lassen. Gut, da sind wir jetzt so weit, dass wir da jetzt unser Schiff haben, oder wie sehe ich das? Das ist das Konstruktionsschiff. Und das soll jetzt hier einen Außenposten bauen. Der aber bei 91 Punkten noch nicht geht. Das sind noch 22, die wir brauchen. Gucken gerade noch hier rein. Rivalität. Unwichtig. Gut, aber dann würde ich sagen, soll es für diese Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wäre super, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.